Es war einmal ein junger, dummer Drache, der einen weisen und gerissenen Löwen aufsuchte, um dessen Jagdrevier zu kaufen. Der Löwe hatte aber kein Interesse und sagte zum Drachen: Verpiss dich! Doch der Drache wollte nicht gehen. Hoppala. Woraufhin der Löwe mit dem Drachen spazieren ging und ihm 5 Kugeln in den Drachenschädel jagte. Jetzt nimmt die Sache Fahrt auf, was? Da ist eine Botschaft versteckt. Vielleicht kannst du sie mir erklären. Der Junge beerbt den Alten. Dann viel Vergnügen. Peng, 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 peng. Dann wird's unschön. Ich hab vergessen, mir die Hände zu waschen. Es gibt nur eine Regel in diesem Dschungel. Wenn der Löwe Hunger hat, dann frisst er. Er heißt Fuck, aber mit PH, also verhack. Komm, verhack ihn runter. Fuck. Was sehen Sie? Alles. Das ist mein Fluch. Oh, wie habe ich Sie doch vermisst, Holmes. Ach ja, Ihre Abwesenheit habe ich kaum bemerkt. Ich stecke knietief im bedeutsamsten Fall meiner Karriere. Womit haben wir es zu tun? Mit dem brillantesten Verbrecher in ganz Europa. Professor James Moriarty. Wenn wir ihn zur Strecke bringen, verhindern wir den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation. Nur keine Eile. Wer sind Sie beide? Besorgte Bürger. Mr. Holmes, ich spüre, dass Sie in Gefahr sind. Wollen Sie dieses Spiel wirklich spielen? Ich fürchte, Sie werden verlieren. Oh je. Was? Ich gebe zu, dies ist nicht meine beste Verkleidung. Sie kennen meine Methoden. Also, frisch ans Werk. Ihre Uhr, sie tickt. Vertrauen Sie mir. Nein. Haben Sie gerade meine Frau umgebracht? Ich hab's präzise geplant. Lassen Sie sich von mir führen. Machen Sie was draus! Ich würde sagen, das ist was. Sie wirken ein wenig... Erregt? Manisch. Das bin ich. Schon beinahe... Ekstatisch. Psychotisch. Ihnen fehlt ein Beruhigungsmittel. Sie sagten, es ginge um einen simplen Personentransfer. Die haben auf mich gewartet. Was da gewartet hat, war kaum noch menschlich. Er hat das Heck meines Wagens abgerissen. Lassen Sie sich ein Rückgrat wachsen. Dies ist die gefährlichste Zeit in der Geschichte der Menschheit. Es geht um eine internationale Verbrecherorganisation mit einer Atombombe. Sie haben keine Wahl, als zusammenzuarbeiten. Amerika macht gemeinsame Sache mit Russland. Klingt nicht sehr harmonisch. Lernen Sie sich erst mal kennen. Ich lasse Sie mitkommen, rein und wieder raus. Kein Chaos und morgen früh haben wir das beide vergessen. Das ist nicht die russische Art. Sie sollen Victoria Vinci-Guerra überwachen. Sicher schicken die eine Armee, um uns aufzuhalten. Dann heißen wir Sie angemessen willkommen. Die Mission verlangt, dass wir uns besser kennenlernen. Etwas intimer. Was soll das heißen? Ich mag's, wenn meine Frau stark ist. Lust auf Ringkampf? Hab ich nicht gesagt.
Fierce out and cowboy! Kein super Tag für einen Superagenten, ne? Schade, dass ich nicht bleiben und ihn den Rest besorgen kann. Ihr Sender hat kein Signal. Wollen Sie es überprüfen? Bitte. Was versuchen Sie da gerade? Mich nicht zu verirren. Sind jetzt alle scharf? Beenden wir es. Das könnte etwas ausarten. Grauenhaft mit Ihnen zu arbeiten, Genosse. Sie sind ein miserabler Spion-Cowboy. Oh, und Sie haben einen neuen Codenamen. Codenamen? Ankel. Genau, was ich dir sage. Du musst zusammen mit dem Jungen von hier verschwinden. Schnell, schnell. Lauf uns! Hast du alles gesehen, was du sehen musstest? Ich habe genug gesehen. Warum geht das Wasser zurück? Warum offenbart sich das Schwert gerade jetzt? So wie deine Macht wächst, wachsen die Kräfte, die sich dir widersetzen. Der rechtmäßige König wird kommen. Es ist unvermeidlich. Lauf schon! Du hast sie gespürt. Die Macht. Ich habe nie Macht besessen. Noch hatte ich je den Wunsch, welche zu erlangen. Und dafür der ganze Wirbel. Keine Sorge, du wirst bald verstehen, wofür der ganze Wirbel ist. Hast du Angst? Ich komm schon zurecht. Du solltest Angst haben. Egal wie, bringt ihn um! Wenn's mich erwischt, dann folgt ihm. Wenn's ihn erwischt, dann folgt mir. Er soll groß werden? Dann fordere ihn mit etwas Großem. Ihr wolltet eine Prophezeiung. Dies ist eure Prophezeiung. Sehet den Mann, der das Schwert aus dem Stein zog. Sehet, euer rechtmäßiger König. Warum bin ich hier? Es gibt einen Maulwurf. Ganz oben an der Spitze des Zirkes. Er sitzt da seit Jahren. Sie müssen etwas für mich tun. Gehen Sie davon aus, dass man Sie beobachtet. Wenn man Sie erwischt... Was zum Teufel suchen Sie hier oben? ...können Sie sich nicht auf mich berufen. Er ist ein Fanatiker. Und Fanatiker verbergen immer ein Geheimnis. Hallo, Ricky. Ich muss mit Ihnen reden. Warum? Es gibt da eine Frau. Ich weiß, wer Sie sind. Sie hatte Informationen über einen Doppelagenten. Was sie mir erzählt hat, war sensationell. Raus damit! Er hat unseren Mann in Istanbul getötet. Es ist alles so schmutzig geworden. Wir sind die Einzigen, die zwischen Moskau und dem Dritten Weltkrieg stehen. Der Moment ist gekommen. Es ist einer von 5 Männern. Und ich will von Ihnen nur den Codenamen. Dame, König, Ass, Spion.